Wow, dieses Unkraut ist super klebrig. Wenn ich mir seine klebrige Kraft zunutze machen könnte, wäre ich wie ein Ultra-Super-Mega-Gecko. Pfoten weg von meinem Seegras. Octabella! Dieses Seegras und alles in diesem Graben gehört mir. Mir! Gecko, was ist los? Octabella! Draußen! Wütend! All right! Wow! Das wird euch eine Lehre sein, meinen Graben zu betreten. Octabella hat die ganze Basis mit super klebrigem Seegras bedeckt. Wir sind gefangen. Wir können nicht durch die Haustür heraus. Aber es gibt noch einen anderen Ausweg. Das PJ-Staff. Oh yeah! All right! Los, lasst uns Octabella suchen. War das? Ich gehe nachsehen. Hey, Gecko, gehst du schwimmen? Ah, komm zurück! Es ist Romeo. Er ist auch hier unten. Romeo, was machst du hier? Octabella und ich haben ein kleines Abkommen. Wenn ich euch lästige PJ Masks aufhalte, bekomme ich von ihr ein paar ihrer Kristalle. Stellt euch nur mal die Geräte vor, die ich damit austüfteln könnte. Die Kristalle? Natürlich. Das ist es, was wir brauchen, um unsere Basis zurückzubekommen. Catboy, ich habe einen Plan. Verwende das Netz. Lass mich los! Genau, wenn wir diese Kristalle in unsere Hände bekommen, können wir ihre Wasserkraft nutzen, um die Basis sauber zu machen. Wir müssen zuerst Octabella finden. Seht mal, vielleicht sind das die Kristalle. Sie sind so schön. So leicht zu täuschen. Jetzt zu euch beiden. Oh. Wow, wo bin ich? Falltreffer. Yes! Okay, du hast gewonnen, Octabella. Jämmerliche PJ Masks! Sie dachten doch tatsächlich, sie könnten meine Kristalle bekommen! Zeit für einen Frühjahr. Juhu! Wir haben es geschafft! Huh? Ah. Aha! Juhu! Aha! Ha!
Jemand stiehlt jede Menge Sachen aus der ganzen Stadt. Bänke, Tische, im Grunde alles, was nicht im Boden verankert ist. Ringelndes Reptil. Wer könnte das sein? Katzenohren. Es ist Nachtninja. Unverwechselbar. Eulette, kannst du herausfinden, wo er ist? Überlass das mir. Ninja gefunden. Er ist beim Rathaus und es sieht so aus, als würde er etwas bauen. Einen massiven Haufen aus Schrott? Verstanden. PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Mal sehen, was du wirklich im Schilde führst, Nachtninja. Und jetzt das letzte Puzzleteil. So zähflüssig, so schleimig. Warte, das habe ich schon mal gesehen. Er ist der klebrigste Schleim der Welt. Der sollte nicht in die falschen Hände geraten. Ich bin diesem Superschleim schon seit Monaten hinterher. Und jetzt kann ich ihn endlich gut einsetzen. Höchste Zeit, das Nacht-Ninja-Superflugzeug zusammenzubauen. Oh oh, das ist nicht gut. Halt! Nachtninja! Oh, hey! Mickrige PJ Masks! Ihr kommt gerade rechtzeitig für den Jungfernflug von Nachtninja Airways. Damit kann ich meine klebrigen Klumpen über die ganze Stadt verteilen. Bald wird sie ganz unter meiner Kontrolle sein. Ich würde euch ja an Bord begrüßen, aber ihr seid nicht willkommen, also tschüssi! Wir müssen ihn aufhalten, PJ Masks. Es ist Zeit, Feuer mit Feuer zu bekämpfen. Oder besser, Jet mit Jet. Verbinden wir unsere Jets zu einem 3-in-1-Combo-Jet. Diese Stadt wird in einer ziemlichen Schweinerei aufwachen. Wir sind wohl zum Spielen herausgekommen, aber nicht für lange.
Zeit, das super klebrige Netz auszuwerfen. Nett von euch, mir Gesellschaft zu leisten, PJ Masks. Keine Sorge. Jet Booster aktivieren. Ich habe eine Idee. Hey, Nacht-Ninja, komm und stell dich uns. Ein Ein-gegen-ein-Luftduell. Oder hast du zu viel Angst? Angst? Ha! Dieses Ding ist wie für ein Duell geschaffen. Wette gilt. Wer ist jetzt das Weichei? Ihr steckt in der Falle. Oh oh. Was für ein super klebriges Durcheinander. Das war klasse, Eulette. Nun, es gibt nur Platz für einen Superjet in diesem Himmel. Ich kriege euch noch, PJ Masks. Lasst euch das gesagt sein. Romeo führt etwas im Schilde. Was ist das für eine Maschine? Ich bin mir nicht sicher, aber es sieht so aus, als handelt es sich um... Eiscreme! Eiscreme, Eiscreme! Wir alle wollen Eiscreme! Nun, nicht mehr lange, weil ich alles davon habe. Mit der eiskalten Energie kann ich mit dieser genialen Wettermaschine einen ewigen Winter über den ganzen Planeten entfesseln. Dann wird alles unter meiner Kontrolle sein. Wir müssen ihn aufhalten, bevor er den Sommer endgültig auslöscht. Und bevor er all das leckere Eis verbraucht. PJ Masks, jetzt nichts wie los. Denn in der Nacht sind wir ganz groß. Wuhu! Oh yeah! Romeo, wir wissen genau, was du vorhast. Ein bisschen zu spät, Catboy. Meine Maschine ist Minuten davon entfernt, ihre volle Leistung zu erreichen. Und dann, nun, zieh dir besser eine Wollmütze an. Eulenaugen! Da ist ein Rohr mit einer Öffnung. Wenn wir es blockieren, könnte es die Maschine herunterfahren. Überlass das mir. Glaubst du wirklich, diese kleinen Fusselbälle können meine Maschine kaputt machen? Treffer! Netter Versuch, Catboy. Umgekehrte Absaugung. Oh, oh. Super Eulenflügel! Warum verwandeln wir diese Fellbälle nicht in Schneebälle? Hüpfende Eidechsen, pass auf! Eure erbärmlichen Versuche, mich aufzuhalten, sind... Nun ja, erbärmlich. Winterwirbelsturm einleiten! Uns läuft die Zeit davon. Wir müssen ihn aufhalten, bevor sich dieser Wirbelsturm über die ganze Erde ausbreitet. Warte mal. Dieser leuchtende Kristall scheint die kalte Energie aus der Eiscreme zu nutzen. Wenn wir ihn lösen, können wir die Maschine stoppen. Wir müssen nur einen Weg finden, Romeo abzulenken. Meine Zeit zu glänzen. Supergecko-Tarnung. Hey, Romeo, hier drüben. Daneben! Ah! Warum stehst du nicht einfach still? Eins, zwei, drei, zieh! Was? Nein! Was habt ihr
wunderschönen Maschine gemacht. Ich kriege euch noch, PJ Masks. Gut gemacht, alle zusammen. Wow! Und ich habe uns etwas von dem übrig gebliebenen Eis erschleichen können. Bereit für eine Eiscreme-Party? Was für eine Art Fels kann den Berg hinaufrollen? Wer bist du? Das Gleiche wollte ich dich fragen. Was machst du auf meinem Berg, Eindringling? Das soll dein Berg sein? Ah, das glaube ich nicht. Jetzt geh mir aus dem Weg. Nicht bevor du mir gesagt hast, wieso du hier bist. Ich bin hier, um meinen Freunden zu helfen, einen Drachenmenschen zu besiegen. Warte, das bist du, oder? Du bist die Schurkin des Berges. Ich bin keine Schurkin. Ich bin die Beschützerin dieses Ortes und du dringst hier ein. Du legst dich mit dem falschen Helden an, Drachenfräulein. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Was hast du gesagt? Hey, niemand entkommt meinem Donnerstab! Das ist also der Stab, den die PJs brauchen, um dich zu besiegen. Ha, das war leicht. Wer du auch bist, diesmal hattest du Glück. Aber beim nächsten Mal nicht mehr. PJs, ich bin hier und ich habe den Stab von dem Schurkenmädchen. Na sowas, wenn das nicht der Gürteltrottel ist. Hey, was soll das hier werden? Du bist geradewegs in meine Falle getappt. Was? Die Nachricht war nicht von den PJs, sondern von mir. Und du bist drauf reingefallen. Oh. Den da nehme ich jetzt. Kleiner? Du weißt wieso, Kleiner. Niemand wird mir im Weg stehen. Schon gar nicht. Stopp! Du? Genau genommen heiße ich Anju. Jetzt gib mir den Stab, sonst gibt's Ärger. Ailette? Ich? Klar! Eulenflügel weg! Gute Arbeit, Anju. Danke. Jetzt du, Monsterfreund. Spür die Klebeklatzerkraft. Alles okay, Kleiner? Ein mutiger erster Versuch. Dieses Mal brauchen wir alle PJ Masks. Okay, PJs, es ist Heldenstunde. Ganz leicht. Und jetzt seid ihr dran. Keine Sorge, du lernst ja noch. Hey, warte! Weißt du, du musst kein Klebeklatschermonster sein, wenn du nicht willst. Sicher, Anju macht das nichts aus, oder? Oh doch. Siehst du? Warte, was? Der Klatscher ist seine Bestimmung. Dem Lebenspfad nicht zu folgen, würde den Berg in große Gefahr bringen. Diese Anju-Nervensäge kommt mit dem Klebeklatschermonster nicht zurecht. Aber ratet mal, wer schon. Ja, ich! Wenn der kleine Ninja das nächste Mal zum Monster wird, starte ich meinen Angriff. Hey! Ja! Bergbeschützer, zeig dein mächtiges Ich nochmal. Gut, setz jetzt deine mächtige Kraft ein und versperr den Weg mit diesem Stein. PJ Robo, bitte komm! Wir brauchen Hilfe. Du musst uns sofort reinlassen. Öffne die Katzenklappe. Hör, wie der berühmte Catboy mit seiner, Sandpfote an die Tür des Hauptquartiers klopft. Es funktioniert! Leute, ich weiß nicht so recht.
Wie eine gute Tat kommt mir das eigentlich nicht vor. Ach was, Kevin. Auch Helden müssen Ziele anpeilen. Au, 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 au! Sogar für uns Wölfis. Nichts mehr weg hier. PJ Robo habe ich nicht gehört. Aber ich bin mir sicher, da war ein Heulen. Oh, mit diesen Wölfis haben wir uns ja ganz schön was ans Bein gebunden. Echt wahr. Das ist es. Beine. Damit kriege ich uns hier wieder raus. Super Gecko-Muskeln. Bereit für die Landung. Sehen wir uns mal um. Leute, ich hab was entdeckt. Reifenspuren. Die sind nicht von Luna. Romeos Labor? Nein, er ist unten in der Stadt. Wir haben ihn beobachtet. Die Spuren müssen vom letzten Mal sein, als er hier war. PJ Robo hat recht, hier ist überhaupt nichts. Lasst uns weiter auf Kometenjagd gehen. Tja, also gut. Sie gehört ganz dir. Ich glaube, ich fühle mich wirklich stärker. Was ist da passiert? Langsamer, PJ Robo, aktivier die hinteren Triebwerke. Schon okay, Kleiner. Lass mich ran. Er zieht uns rein. Wo sind wir? Ruf sie zurück, Luna! Okay. Hä? Ist nur eine Übung. Übung wofür? Brauchst du etwa eine Flugstunde, Eulette? Was? Romeo, jetzt zahle ich dir heim. Darf ich? Motten? Die können mit meinen brillanten Erfindungen nicht mithalten. Hör auf damit, Luna. Wir klären das. Das werden wir. Ich lenke ihn ab. Hast du ein kleines Flugproblem? Ich doch nicht, Spatzenhirn. Ich bin der Schurke der Lüfte. Spitzenmäßig. Antriebsdüsenfehlfunktion. Du steckst mit Luna unter einer Decke? Ich verhindere nur, dass Romeo die Insekten verteilt. Kommt schon. Ist nur ein harmloser Spaß. Wir sind Helden, Eulette.
Wir sollten immer nur Gutes tun. Aber ich tue nur Gutes. So oder so, er hat angefangen. Bei meinen Katzenschnurrhaaren. Na, wie kommt ihr nervigen Motten mit meinem Allstrahler zurecht? Hör auf, Romeo! Wie wär's, wenn du aufhörst, Katzenbaby? Los, verschwinden wir! Du musst damit aufhören, Eulette. Du verschlimmerst es nur noch. Romeo ist der, der die schlimmen Dinge tut. Ich finde, für eine PJ Mask bist du ganz okay, Eulette. Holen wir uns den Eistrahler? Wie? Ich habe die Motten. Du kannst diese Flattersache ja machen. Eulenflügelwind? Hä? Zu null für uns. Gut gemacht, Roboterkumpel. Oh. Bereit für die nächste Runde? Wie du befiehlst, Gürteltill. Kumpel? Ein Kumpel ist nicht jemand, der einfach nur tut, was man sagt. Tja, aber es macht Spaß, wenn sie es tut. Gürteltill, er ist der Boss. So ist es. Was wisst ihr PJs schon? Ihr sagt mir ständig, was ich tun soll. Nur wenn du Sachen machst, die keinen Sinn ergeben. So wie jetzt. Runde 2. Roboterringen. Wie wär's denn, wenn wir trainieren, die Welt gemeinsam zu retten? Wär lustig und nicht so gefährlich. Wir könnten Tipps austauschen, uns gegenseitig Moves zeigen. Nee, ich will Roboterringen. Ich auch. Legen wir los. Komm schon, Roboter, zeig ihr, wer der Beste ist. Aber das sind doch Sie, Meister. Gewinn endlich. Roboter ist glücklich. Das schießende Teil ist auf keinen Fall besser als ein PJ-Kumpel. Ich weiß, Gecko. Sorgen wir einfach dafür, dass nichts zerstört wird. Okay, keine Schläge unterhalb des Rumpfes. Jetzt hab ich dich! Was? Oh, meine Schrauben sind locker! Ich schaffe das, Meister! Oh nein! Boom! Roboter hatte ich es. Stopp, nicht kitzeln! 1:1. Übernehme die Weltherrschaft. Geht's dir gut? Besser als je zuvor, Kumpel. Wunderbar. Zeigen wir Romeo, dass du wirklich die beste Helferin aller Zeiten bist. Du bist mein bester Freund. Aufpassen, Schulbus! Du lenkst mich nicht ab, Ninja! Wow. Hey! Bei meinen Katzenschnurrhaaren! Tut mir leid, kann gerade nicht kleben bleiben! Rennassistent im Einsatz! Diese Betrüger! Da gibt es nur eine Lösung! Ihnen hinterher und überholen? Ich zahle es Ihnen mit Ihren eigenen Waffen heim! Betrügen? Das darfst du nicht! Helden spielen fair. Du brauchst nur dein Können. Es wird kein richtiges Schummeln, versprochen. Also soll dir das im Grunde nur einen helfenden Schubs geben? Ja, so in etwa. Ist die Rampe fertig, Gecko? Wieso soll sie hier stehen? Die anderen Fahrer sind dort drüben. Eulenflügelwind, Eulette. Eulenflügelwind. Juhu! Ja! Ist in Führung? Stoppt ihn! Verwirrt ihn, Motten! Ebrige Überraschung! Und jetzt Supergröße! Okay? Die machen vor nichts Halt. Wir müssen ihre Fahrzeuge manipulieren. Bitte, für meinen Katzenflitzer. Ha!
kleiner Ninjalino. Hä? Wo treibst du dich denn rum, Klitzekleiner? Wir wollen los. Klitzekleiner, kommst du? Komm in die Gänge, Klitzekleiner. Wir warten. Ein Monster! Hey, passt auf, Ninjalinos! Der Typ wirft mit Klebeklatschern! Puh. Das war knapp. Schon wieder. Sie drehen um. Ich armer Klitzekleiner. Das Klebeklatschermonster hat ihn wohl erwischt. Oh, der Winzling wird mir ganz schön fehlen. Klitzekleiner, dir geht's ja gut. Warte, wo ist das Klebeklatschermonster? Dann ist es immer noch da drin. Oh. Stopp! Was machst du hier, Nachtninja?